Wenn Ihr Versicherungsfall mit einem erhöhten Bedarf zum Austausch von Daten und Informationen verbunden ist, finden Sie unter Meine BGW das passende Online-Angebot Meine Reha. Mit Meine Reha können Sie unkompliziert digital und rechtssicher Formulare und Fragebögen bearbeiten und an uns zurücksenden. Über das Postfach Fragen und Antworten mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern austauschen, Dateianhänge hochladen oder von uns gesendete Dokumente herunterladen. Nachweise und Belege für Fahrten zum Arzt oder anderen Einrichtungen der Rehabilitation einreichen und Anträge zu anderen Anliegen oder konkreten Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung stellen. Wenn wir erkennen, dass Sie durch die Nutzung der Online-Dienste zeitsparender und direkter mit uns kommunizieren können, erhalten Sie automatisch ein Schreiben mit Zugangsdaten für Meine Reha, den Online-Diensten für versicherte Personen im Portal Meine BGW. Sie müssen also zunächst gar nichts tun. Wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung, sobald Ihre Unfallmeldung bei uns eingegangen ist. Mit dem Einladungsschreiben erhalten Sie Ihren Freischaltcode für die Aktivierung von Meine Reha, Ihren Entsperrcode, den Sie eventuell später einmal zur Reaktivierung von Meine Reha benötigen. Bitte bewahren Sie diesen gut auf. Verfügen Sie bereits über ein Konto für Meine BGW. Dann können Sie sich direkt anmelden und mit der Einrichtung der Zwei-Faktor-Authentifizierung sowie der Freischaltung von Meine Reha fortfahren. Wenn Sie noch kein Konto für Meine BGW haben, müssen Sie sich zunächst für die Nutzung unserer Online-Dienste registrieren, können unmittelbar danach die Zwei-Faktor-Authentifizierung einrichten und Meine Reha aktivieren. Bitte beachten Sie, zu Ihrer Sicherheit erfordert die Nutzung von Meine Reha in unserem Online-Portal Meine BGW eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Neben der Anmeldung mit Benutzername und Passwort wird von Ihnen bei jeder Anmeldung eine Zahlenkombination gefordert, das sogenannte Einmalkennwort. Das Einmalkennwort können Sie sich auf Anforderung von einer speziellen Authentifizierungs-App auf Ihrem PC, Ihrem Mobiltelefon oder Ihrem Tablet-Computer anzeigen lassen. Die BGW stellt selbst keine Authentifizierungs-Apps oder entsprechenden Programme bereit. Solche Anwendungen werden von den Herstellern der Betriebssysteme, aber auch von Drittanbietern über die sogenannten App Stores bzw. Paketmanager für Android, iOS, Windows, macOS oder Linux angeboten. Suchen Sie in diesen Quellen oder im Internet am besten mit den Begriffen Authentifizierungs-App, 2FA oder OTP. Das Vorhandensein einer solchen App ist Voraussetzung für den Abschluss des Registrierungsprozesses und die Nutzung von Meine Reha. Wir zeigen Ihnen die weiteren Schritte in diesem Video, beispielhaft mit der App Google Authenticator. Konnten Sie erfolgreich eine Authentifizierungs-App installieren? Dann starten wir nun den Registrierungsprozess für Meine BGW. Auf der Homepage finden Sie oben rechts den Link Meine BGW. Klicken Sie auf den Button Login – Registrierung und danach noch einmal auf Jetzt registrieren. Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und vergeben Sie ein sicheres Kennwort. Außerdem benötigen wir für die Registrierung noch Ihren Vor- und Nachnamen. Nach Bestätigung Ihrer Einwilligung zur Datenschutzerklärung der BGW und dem Klick auf den Button Registrieren werden Sie darüber informiert, dass Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail an die von Ihnen angegebene Mailadresse gesendet wurde. Bitte überprüfen Sie Ihr Postfach. Sollten Sie nach wenigen Minuten noch keine E-Mail erhalten haben, prüfen Sie bitte auch Ihren Spam-Ordner. Klicken Sie in der E-Mail auf den Button Bestätigen, um den Registrierungsprozess für das Online-Portal Meine BGW abzuschließen. Sie werden auf die Startseite von Meine BGW weitergeleitet. Dort sind Sie nun bereits in unserem Portal angemeldet und können in der Menüleiste auf der linken Seite den Punkt Meine Reha auswählen. Bei Ihrem ersten Besuch werden Sie nun aufgefordert, einen zweiten Faktor für die sichere Authentifizierung zu aktivieren. Klicken Sie dazu auf den Link direkt zur 2FA-Einrichtung. Sie sehen hier einen QR-Code, den Sie verwenden können, wenn Sie eine App auf Ihrem Mobiltelefon als zweiten Faktor verwenden möchten und diese App das Scannen des QR-Codes erlaubt. Im anderen Fall klicken Sie auf den angebotenen Link
um den Inhalt des QR-Codes zu lesen und abzutippen. Wir zeigen Ihnen nun beispielhaft die Aktivierung des zweiten Faktors mit der App Google Authenticator, die auf einem Smartphone installiert wurde. Die App wird geöffnet und der neue QR-Code wird hinzugefügt. Dazu wird der QR-Code gescannt. Die Daten des QR-Codes werden dabei übertragen und es wird unmittelbar danach eine sechsstellige Zahlenkombination angezeigt. Die Zahlenkombination ist nur für ca. 30 Sekunden gültig. Nach Ablauf dieser Gültigkeitsfrist wird aber sofort eine neue Zahlenkombination angezeigt. In Meine BGW vergeben Sie einen beliebigen Namen für den zweiten Faktor, zum Beispiel Handy, und übernehmen die aktuell gültige Zahlenkombination aus Ihrer Authentifizierungs-App. Klicken Sie danach auf Aktivieren. Nach erfolgreicher Aktivierung des zweiten Faktors werden Sie nun auf die Startseite von Meine BGW weitergeleitet. Nach erneutem Klick auf Meine Reha können Sie nun die Online-Dienste für versicherte Personen freischalten. Für die Freischaltung benötigen Sie neben dem Freischaltcode Ihr Geburtsdatum und das Aktenzeichen des aktuellen Versicherungsfalls. Bitte beachten Sie, dass auf dem Einladungsschreiben das Aktenzeichen aus Sicherheitsgründen nur verkürzt angegeben wird. Sie können das vollständige Aktenzeichen aber einem anderen Dokument entnehmen, das Sie von der BGW zu Ihrem aktuellen Versicherungsfall bereits erhalten haben. Nach dieser Freischaltung werden Sie direkt in das Online-Angebot von Meine Reha weitergeleitet und können nun die angebotenen Online-Dienste nutzen. In Ihrem persönlichen Postfach finden Sie einen Willkommensgruß mit weiteren hilfreichen Erklärungen zur Nutzung von Meine Reha, den Online-Diensten für versicherte Personen.